Hallo und willkommen mal wieder zurück zu einer weiteren Ausgabe dieses gar lieblichen Let's Plays hier, mittlerweile schon in der zweiten Staffel und einer neuen Welt. Aber ja, und ihr könnt es schon sehen, diesmal mit Facecam. Ja, hallo, guten Tag, so sehe ich aus. Ja, und zwar, ich muss euch auch noch eine Kleinigkeit zeigen. Nämlich, ich habe es ja schon mal im letzten Part oder im vorletzten Part angesprochen. Und zwar, wie ihr auch sehen könnt, hier oben links und oben rechts, keine Ahnung, oh ja, oben links. Ja, genau, hier oder hier irgendwo, keine Ahnung. Ist jetzt ja auch wurscht, auf jeden Fall. Ihr seht eine Minimap, genau. Richtung ist jetzt erstmal egal. Auf jeden Fall habe ich noch eine andere Sache angesprochen, die ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen möchte. Und zwar, wir craften uns mal eine Axt. Und ihr könnt jetzt auch hier schon den Vorrat sehen an Holz. Und das ist nicht gerade wenig. So. Und zwar, wir machen uns eine Axt. Wir machen uns jetzt einfach mal eine Axt. Und ja, vielleicht finden die einen oder anderen von euch, dass ich hier ein bisschen unfair vorgehe, ne? Aber ja. Gut, wir gehen jetzt erstmal raus. Hier schon das Vögelgezwitscher und hier die Kühe. Die mal überhaupt so gar keine Anspielung auf eine bekannte Schokoladenmarke sind. Milka, oh, la Milka Schokolade. Was ist denn eure Lieblings-Milka-Schokoladensorte? Das ist erstmal einfach mal so eine Frage, die ihr gerne in den Comments beantworten könnt. Also meine, ich habe da keine, na doch, habe ich eigentlich schon. Also das ist dieses Nosette heißt die, glaube ich. Milka Nosette. Ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall, ich wollte euch ablenken, ne? Ja, genau. Und zwar, ich wollte euch was zeigen. Und zwar, ich fälle jetzt mal diesen untersten Block dieses hohen Baumes hier. Oh, ich habe eine Timerbot installiert. Wie schön. Genau. Und damit dauert das Fällen eines solchen Baumes. Naja, nee, wir schnappen uns mal einen anderen. Wir machen das mal mit einem authentischeren Beispiel. Wir nehmen uns mal hier so ein Gerät hier. So eines nehmen wir uns mal. Wir laufen mal gemütlich dahin. Und wir nehmen uns mal so ein Gerät hier. Ich fäll diesen Block. Und es dauert keine 100 Folgen mehr, sondern eine. Auch wenn diese Axt hier gelitten hat. Was ich wenigstens fair finde, dass die Axt kaputt geht. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Cheaten hier. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, boah, zieht euch rein, wie viel Holz wir haben. Wir müssen nie mehr uns Gedanken, glaube ich, um Holz machen in diesem Let's Play oder in dieser Welt. Weil wir haben so viel. Wie gesagt, also Stein hilft nicht. Wie gesagt, ja, okay, es ist ein bisschen Cheaten und so weiter, ja. Aber es ist doch meine Sache, ob ich jetzt hier langweilig, ob ich mir das Spiel langweilig mache. Wie gesagt, meiner Meinung nach tut es einfach so ein bisschen das Spiel vereinfachen und ich sag das mal, eine Sache ist doch Selbstverschuldung. Lass mich doch einfach, wenn es mir Spaß macht. So. Wie gesagt, und was ich auch noch sagen wollte, ich möchte mich hier, glaube ich, doch nicht sesshaft machen. Ich möchte hier nicht sesshaft werden in dieser Prärie. Ich möchte so ein bisschen weiterziehen nach so ein paar Folgen, wenn wir jetzt hier so ein bisschen waren und so ein bisschen gebaut haben. Und ich glaube, das ist gut. Ich muss jetzt einfach nochmal sterben hier. Komm, bleib doch, bleib stehen. Genau. Wie ihr vielleicht auch sehen könnt, ich habe von meinen Nanoleafs diese Ambiente-Erkennung aktiviert. Das ist echt nice. Wenn ich umschau, blau. Hintergrund, grün, ja. Und das ist echt cool. Weil die echt wirklich ziemlich genau reagiert. Das muss ich sagen. Finde ich nice. Wie gesagt, vielleicht erkennt man es jetzt im Video nicht ganz so gut auf der Facecam oben. Auf jeden Fall, ja. Es hat auf jeden Fall was. Es hat was für sich. Gut. Okay. Dann. Wir haben so viel Holz, wir können so viel bauen, wir können so viel machen. Genau, ich wollte die Bude hier verschönern und ich glaube, da sind wir jetzt absolut hier in der Lage, das zu tun. Ich tue jetzt aber mal hier unsere Unmengen an Holzvorräten, die wir jetzt wirklich in wenigen Sekunden problemlos gefällt haben, alle da unten mal rein. Hä? Was habe ich schon wieder? Trink mal ein bisschen Wasser für zwischendurch. Das ist hier Aqua Culinaris. Das ist schon die zweite Schleichwerbung hier in diesem Video.
Obwohl ich eigentlich am liebsten Gerolstein und San Benedetto trinke. Das ist so ein bisschen mein liebstes Mineralwasser, aber in Zeiten von Corona muss man leider das nehmen, was man kriegen kann. So, das ist einfach so. Und kann ich nichts verändern, außer dass man Vorsicht walten lassen muss. So, okay, ich tue jetzt mal so ein bisschen angeberisch ist das schon, ne? Ja, genau. So, wir werden auf jeden Fall, ihr könnt auch einen Waypoint eintragen für die Minimap. Das ist auch nicht gerade übel. Und was natürlich jetzt auch besser ist, ist die Soundqualität. Das ist echt so eine Sache, die mich immer so ein bisschen genervt hat, diese Soundqualität. Weil ich da irgendwie immer dachte, irgendwie ich liste oder so, mit dem Mikro habe ich aufgenommen. Jetzt nehme ich mit meinem Handy den Sound auch auf, weil einfach das, finde ich, sich besser anhört, muss ich sagen. Wie gesagt, auch hier Full HD 60 FPS, nicht schlecht. Habe ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe eine schöne Facecam und habe auch, genau, ich könnte jetzt hier so richtig schön bauen, habe jetzt auch, ja, wir wollten ja Sand finden, ne? Wie gesagt, ich gebe mir jetzt eigentlich hier Mühe für eine Bude, in der ich eigentlich gar nicht mal wohnen bleiben will, aber ich sag mal so, was soll's? Ich meine, wir können ja Waypoints machen, dann können wir immer wieder hierher zurückkehren. Wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen länger hier bei diesem Let's Play bleiben, weil es auch wirklich bei dieser Welt, und das muss nämlich gar nicht mal heißen, dass wir gar nicht mehr zu der anderen Welt zurückkehren. Das heißt einfach nur, ja, wir spielen jetzt einfach ein bisschen in dieser Welt hier. Wir können ja auch so ein bisschen Abwechslung machen, wir müssen ja das nicht so streng nehmen mit den Staffeln hier und so weiter. Mit, ich sag jetzt mal Let's Play Staffel 2 momentan, ja. Aber wir müssen das eigentlich gar nicht mal so streng nehmen. Könnt ihr mir das in die Comments mal schreiben, wie ihr das so sehen wollt. So, wir tun uns erstmal ein Schaufelchen craften. Schade, dass diese Time-Mod nur für Bäume gilt. Für Steinchen gilt die leider nicht und für Sand auch nicht. Den bräuchten wir auch, ja. Weil wir hier ein bisschen Terraform machen müssen. Und wir bauen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Können dann durch die Gegend reiten und was weiß ich was. Auf jeden Fall bin ich hier auf jeden Fall mal weg. Und diese Prärie hier, auch wenn es ganz nice ist, aber ich sag mal so, es ist ja, wir müssen ja nicht immer bleiben. Ich meine, es gibt nicht viel, was wir hier gründen können. Und was es hier gibt, das ist wirklich ziemlich vielversprechend hier die Gegend. Ich tue es hier, dass es nicht so ganz abgeschnitten ausschaut. So ganz künstlich. Oh, alles künstlich. Die ist ja voll künstlich hier. Dass es nicht so ganz ausschaut, als wäre jetzt hier den ganzen Botox gespritzt worden. Keine Ahnung. So ein bisschen natürlich. Bisschen natürlichen, wie soll ich sagen, natürlichen Look. Okay, hier auch noch. Ja, hier auch noch rein. Wir machen es, aber wir machen es wenigstens schön. Also wir müssen das ja nicht, auch wenn wir diesen Ort hier zurücklassen, wir können uns hier Waypoints einstellen und können wir hier jederzeit zurückkehren. Ich möchte auch diese Mod-Config jetzt jederzeit so lassen. Und ja, wie gesagt, wir können ja jederzeit hier auch mal zurückkehren. So. Okay, was mich aber jetzt übelst stört, wir haben hier keinen Sand. Aber wo eine Savanne ist, da ist auch Wüste. Und ja, ich stelle jetzt mal einen Waypoint ein. Wenn ich schon die ganze Zeit davon labe, könnte ich das auch machen. Wie gesagt, was ich auch cool finde an der Minimap, beim Innenraum verändert die sich und passt sich auf den Innenraum an. Ja, seht ihr das? Sogar hier die ganzen Items, die ganzen Blöcke hier, Werkbank, Ofen und so weiter, und auch hier das Bett, wird uns alles angezeigt, noch hier, wo Idioten hier rumhängen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn ich jetzt U drücke, komme ich hier ins Waypoint-Menü und ich kann es den Waypoint hier hinzufügen. Genau, machen wir Schaden Gold. Die nenne ich jetzt mal die
die Western Cowboy Ranch. Oder Western, ja, Ranch. So. Western Cowboy Ranch. So. Die Western Kuhglocken Ranch und ja. So. Dann wird es jetzt hier eingefügt. Wir haben jetzt hier unsere Western Cowboy Ranch. Genau, die haben wir jetzt hier drin. Ja, hier ist ein Waypoint gesetzt. Innen drin. Wir können eigentlich auch davor, können wir den nicht hier. Ja, dann pass auf, machen wir den mal hier hin. Weil. Kann ich den. Jetzt. So, wir machen es mal hier hin. So. Gut, okay, hinzufügen wir an. Western Cowbell Ranch. W. Bestätigt. So, meine Damen und Herren, hier ist die Western Cowbell Ranch jetzt auch mit neuem Waypoint. Irgendwie, ich habe mir dran die ganze Zeit in die Facecam zu gucken und nicht auf das Spiel. Ja, irgendwann werde ich schon noch mal gegen den Baum putzen. Da muss es überall solche Polsterungen hinmachen, dann boom, so. Wie so ein Smartphone-Zombie irgendwie. Ja, was auch irgendwie stimmt, weil ich nehme mein Handy gerade auf, gerade sozusagen, den Ton und die Facecam. Also ein Teil vom Ton, zumindest die In-Game-Sounds und so weiter, die hört ihn natürlich trotzdem noch, wer sonst blöd. Hier ist ein Fluss. Und hier ist Sand. Gut. Nehmen wir den natürlich auch gleich mal mit. Auch wenn wir eigentlich weitergehen könnten, weil wir haben jetzt ja hier die Western Cowboy Ranch. Ich weiß, das sind alles solche Maßnahmen, die das Spiel mehr oder weniger vereinfachen. Muss aber nicht, deswegen nicht gleich heißen, dass sie schlecht sind. Ne? Wie gesagt, das ist ja auch mein selbstverschuldendes Verhalten, das ich an den Tag lege. Ich sag, diese Savanne, die kennen wir ja aus dem alten Display, wenn man Nase juckt andauernd. Keine Ahnung, wie juckt. Hier könntest du einen richtig schönen KFC bauen. So. Und Mensch, wo ist denn die Wüste endlich, Mensch, wo Savanne? Es ist doch für gewöhnlich auch Wüste. Aber nicht, wenn man das Spiel mit der Bayerns Oplenty modifiziert. Ach, und da ist ein bisschen Wüste, ne? Das sag ich nicht. So ein bisschen Wüste ist hier und wir haben schon wieder. Ich glaube, ich sollte nicht so viel rennen. Ich glaube, das wäre angebrachter. Aber auf jeden Fall, hier ist Sand. Das ist schon mal gut. Hier ist Sand, das ist wichtig. Okay, das ist glaube ich so ein guter Baumgebiet. Wie heißt das Biom hier? Brushland, okay. Was hat das hier? Die Sandkuh, das ist auch so nice. Was ist das hier für Holz? Das ist normaler Eichenstamm. Jetzt wäre ich gerne auf meine Western Cowboy Ranch bei dieser schönen Musik hier. Totenbaumstamm, okay. Die Äxte halten aber nicht lange. Ne? Dieses Lied will ich glaube ich dann gleich nochmal anmachen. Wenn wir bei der Western Cowboy Ranch sind. Weil das ist. Nee, das stimmt. So, machen wir mal dieses Lied hier an. Und wenn wir bei der Western Cowboy Ranch sind, machen wir das andere Lied nochmal an. Ja, so bin ich. So bin ich eben. Nee, also es muss halt alles passen bei solchen Videos. Es muss halt alles passen. Das ist eben wichtig. Genau. So. Shiny! Steinchen, Frank, da unten hier noch KFC, Jakob, KFC macht natürlich umsonst und 20 Öcken für so einen schicken Eimer hinlegen. Schon die dritte Schleichwerbung in diesem Part, schon die dritte. Ich glaube, ich müsste echt mal mein Verhalten überdenken, naja. Okay.
Boah. Uiuiuiui. Das ist aber ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, Michael. Ganz dünnes Eis. Wenn es hier runterstürzt, ist alles vorbei. Genau. Schäfchen. Nicht so viel rennen, sonst geht dir immer die Puste aus, Mensch. So, lalalala. Ich konnte diesen ganzen Wald hier abbauen. In nur wenigen Minuten, wenn ich genügend Äxte dabei habe. Ich weiß nicht, komm, ich schlaf dieses Schweinchen auch noch hier. Weil, ja, ich dieses Schweinchen schlachte. Oh, ist da etwa einer müde? Ja, ich bin so ein bisschen müde. Tatsächlich bin ich müde. Ah, oh, das war nur ein kleiner Scherz. So, ja, aber ich bin wirklich ein bisschen müde. Okay, also jetzt sind wir an der Western Cowboy Ranch und jetzt ist Nacht, deswegen möchte ich schlafen gehen. Dann machen wir dieses Lied an, okay? Dann machen wir dieses Lied an, ja, und ich bin so. Ich bin so ein Mensch, bei dem alles so korrekt sein muss, einfach stimmungsmäßig auch. So. Deswegen mit Ambiente-Erkennung und so. Ich muss aber sagen, das läuft überraschend gut. Ich habe das geupdatet. Ich habe das mal probiert, als ich entdeckt habe, dass ich mein Nanolease auch über Razer Service steuern kann. Aber da gab es nur so ein bisschen so einen Input-Lag, habe ich gemerkt. Und das war natürlich dann so ein bisschen doof, auch in Windows direkt. Nur jetzt irgendwie ist es irgendwie gar nicht mehr so. Es ist irgendwie ziemlich direkt. Diese ganzen Kamera, ich weiß nicht, den mache ich mir so. Mag ich eigentlich normalerweise gar nicht, aber ich verstehe nicht, ich habe eine Vögel, ich muss mich mit den Vögeln verschwinden, wie ich bin. Ich bin für alles abgelenkt. So, okay. Tun wir mal den Sand hier mal in den Ofen und dann machen wir das Lied ab. Irgendwie passt es, ja, es passt. Und genau das habe ich auch beabsichtigt und. Jetzt, wo wir... Genau, wir machen mal... Hätte ich gesagt, aus so Totenholz... Totenholzblätter. Okay, da machen wir mal unseren Boden draus. Ich habe schon wieder Hunger. Ja, ich würde am liebsten so... Ja, nee. Jetzt reicht schon mit der Cheaterei. Also jetzt spielen wir mal fair hier dieses Computerspiel. Und jetzt wird nicht schon wieder gecheatet hier. Was soll denn das mit der Cheaterei? Wenn an diesem Crafting, ey cool, an dem Crafting Book werden auch die Blöcke von Biomes of Plenty angezeigt, auch tatsächlich korrekt. Gefällt mir. Vios Seehofer, das ist an dieser Stelle machen würde, obwohl. Ich bitte Sie zu entschuldigen, dass auch in diesem Let's Play ein paar politische Äußerungen vorkommen könnten. Diese sind jedoch basierend auf eigener Meinung und nicht allgemeine Meinung. Daher entschuldigen Sie diese Aussagen. Es soll niemanden beleidigen und es soll keine Einstellungen anderer Leute kränken oder in den Schatten stellen oder was weiß ich oder belächeln. Keine Ahnung. So, okay. So, mal dieses kleine Wort zum Sonntag und jetzt tun wir mal hier die ganzen Glasscheiben hier einsetzen. Ja, das hätte ich angekündigt. So, jetzt. Und da tun wir hier das auch noch hin. Gut. Ach, so schon wieder nicht ausreichend gewesen, Mensch. Dieses Spiel hat aber auch keinerlei Humor, Leute, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich mache mal wieder hier meinen typischen Boden rein. Das ist typisch für mich. Was ich irgendwie auch seit meiner Let's Show wegmache, ist...